Eigentlich gibt es ja heutzutage nur ein Thema, 5G-Einschaltung. Deshalb nehmen wir euch heute mal mit und zeigen euch, was so die letzten Arbeitsschritte sind, die wir machen müssen, bevor wir an einem Standort 5G anschalten können. Die meisten von unseren Standorten sind ja bereits 5G-ready, aber einige Arbeitsschritte sind dann halt noch zu tun und das zeigen wir euch heute mal. Dafür sind wir am Lamberg in der Nähe von Cham. Im Zuge der Frequenzauktion 2019 hat die Deutsche Telekom im 2100 MHz Frequenzband einen ordentlichen Teil Bandbreite dazu ersteigert und wir werden diesen Teil der Bandbreite nutzen, um neben UMTS auch LTE und 5G New Radio abzusenden und in Vorbereitung dessen werden wir diese Standorte, die wir mit der Systemtechnik ausgerollt haben, hier nach und nach refarmen. Was ist denn Refarming? Refarming im Wörtlichen übersetzt Umwidmung, das heißt die Frequenzbereiche, die wir aktuell für UMTS nutzen wir dann teilweise nicht mehr für UMTS, sondern für LTE und 5G New Radio. Was muss man dafür machen? Wir müssen natürlich an den Standorten einige Vorbereitungen treffen. Das heißt, wir müssen die entsprechende Kapazität auf den Basebändern bereitstellen. Ja, und das ist das, was wir heute hier sehen. Wir werden jetzt hier heute erstmal vorbereitende Maßnahmen treffen. Und zwar sind die Kollegen hier schon eifrig zugange. Jetzt wird zunächst erstmal das zweite Systemmodul, das sogenannte Baseband, das hier unten steht, das wird jetzt erstmal in das Rack eingebaut. Dann wird Strom- und Glasfaserkabel sozusagen eine Umsteckung vorgenommen, aber der Standort wird noch nicht in Betrieb genommen im Sinne von, dass die Anbindung hergestellt wird. Das erfolgt erst in einem Nachgangsschritt. Der Kollege wird dann erstmal an den Mast klettern und bezüglich FCCA-Box zu den Radios eine Verbindung vom Glasfaserkabel herstellen. Dann werden wir mittels einem Startung-Tool, das ist ein Tool zwischen Integrationsteam seitens Ericsson und dem Montageteam hier vor Ort, da werden die Zellen blockiert. Dann geht es sozusagen los, der Standort wird abgeschaltet, das soll natürlich so kurz wie möglich sein. Und dann wird final die Anbindung hergestellt. Erreicht mit dem Startung-Tool, dass die Zellen blockiert sind. Das bedeutet, der Standort geht für eine kurze Zeit vom Netz. Die Ausfallzeit ist da meistens so um die 15 Minuten. Der Endkunde bekommt davon relativ wenig mit, weil natürlich in dieser Zeit der Verkehr von einem anderen Standort übernommen wird. Der Kunde hat zwei Sachen davon. Zum einen natürlich Voice over LTE, das heißt eine deutlich verbesserte Sprachqualität und zum anderen die deutlich erhöhten Datenraten im Vergleich zu UMTS auf 4G und 5G. Wie ist denn das möglich? Stell dir mal eine Lampe vor und du kannst die Lampe an und du kannst die Lampe ausschalten. Nun nimmst du aber dieselbe Lampe und wir modifizieren die ein bisschen. Die Lampe kann jetzt nicht nur an und aus, sie kann jetzt Farben, sie kann rot, blau, grün, gelb. Und vielleicht auch Magenta. So können wir also die Lampe ausschalten oder eine der Farben einschalten. Und in dem Moment haben wir, ohne dass wir die Leuchtkraft verändern, ja viel mehr Informationen auf dem Übertragungsweg. Und genau dasselbe verwenden wir hier. Wir haben also nicht mehr UMTS, sondern wir haben 4G, 5G, ohne die Sendeleistung zu erhöhen. Und trotzdem können wir dem Kunden eine bessere Datenrate zur Verfügung stellen. Das macht nämlich der Kollege gerade eben, muss das auch gelabelt werden. Und zwar möchten wir immer sehen auf dem Glasfaserkabel, welcher Port von welcher Baseband. Das sieht man jetzt ganz schön, wie der Kollege das draufsteckt. Das muss auch immer noch vorgenommen werden. Und zwar hier sieht man jetzt, wie der Kollege die Glasfaserkabel putzt.
Wir haben nämlich soeben die Rückmeldung vom Integrationsteam erhalten, dass irgendeine Verschmutzung vorliegt. Die Leitung ist nicht sauber erkennbar und das macht der Kollege jetzt. Hier sehen wir jetzt, dass im wahrsten Sinne des Wortes alles grün ist. Alle Meilensteine sind akzeptiert, sind grün. Unser Integrationsteam hat bestätigt, dass alles in Ordnung ist, die Verbindung steht und jetzt kann unser Montageteam auch den Standort verlassen. Der Standort kann ja dann auch DSS. Was ist das? Das dynamische Spektrum-Sharing. Du nutzt also auf derselben Frequenz gleichermaßen 4G und 5G. Das heißt, unsere Kunden, die schon über ein neues Endgerät 5G-fähig verfügen, die können mit dem Standort in 5G kommunizieren. Alle anderen Kunden haben immer noch die Chance, statt UMTS also jetzt 4G zu nutzen. Deutlich gesteigerte Datenraten, Voice-over-LTE, all das sind Vorteile. Und das DSS bewirkt eigentlich, dass das Endgerät mit der Station das Verfahren aushandelt. Wir also uns nicht festlegen auf 4G oder 5G, sondern im Endeffekt beides anbieten und der Kunde oder das Endgerät des Kunden sucht es aus. Wer profitiert denn jetzt mehr von der 5G-Einschaltung? Stadt oder Land? Im Bereich der 2100 MHz-Anschaltung ganz klar das Land. Wir haben dort 4G, 5G, wo wir vorher nur 3G UMTS hatten. Der Standort ist jetzt fertig. Er muss nur noch durch die Netzintegration laufen und dann kann er UMTS, LTE und 5G auf der 2.1er-Frequenz. Deshalb heute kein Speedtest, weil das wird noch ein paar Tage dauern. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Und ich gucke mir jetzt hier noch die Wallfahrtskirche auf dem Lamberg an. Bis dann, tschüss. Thank you.